So, wir melden uns wieder hier bei den europäischen Toleranzgesprächen mit dem Schwerpunkt Tourismus, Tourismusforum. Und mit dabei ist wieder der Wilfried, der jetzt mal so ein bisschen erzählt, um was es geht heute Nachmittag. Ja, liebe Freunde im Netz, ich melde mich, wie ihr seht, in meinem Hintergrund vom Farkasee. Farkasee gehört ja zur Region Villach und das Tourismusforum findet heuer zum dritten Mal in Villach statt. Eigentlich hätte es in der Fachhochschule Villach stattfinden sollen, aber durch die Corona-bedingten Einschränkungen haben wir dieses Jahr ins Netz ausweichen müssen. Dafür bitten wir um Verständnis und gleichzeitig ein großes, großes Dankeschön dem Gunnar in Bonn, der quasi für uns diesen Multistreaming-Event organisiert. Daher ist es dieses Mal erstmal so, dass wir unser Tourismusforum über mehrere, nicht Kontinente, aber mehrere Länder spielen. Klaus Kuhfeld, beispielsweise unser Hauptreferent in dieser Session, sitzt in Ludwigshafen. Gunnar sitzt in Bonn. Thomas Tschick in Klagenfurt und sitzt tatsächlich nicht am Farkasee, was mir sehr leid tut, weil ich lieber dort wäre, sondern in Wien in meinem Office. Und wir alle hoffen, dass wir dieses Tourismusforum in gewohnter Qualität, es ist das dritte jetzt in Villach, für Sie realisieren können. Ich darf einen ganz kurzen Blick auf die nächsten 2, 3 Stunden werfen. Der erste Teil, die erste Session wird dem Thema über die Utopie des Reisens gewidmet sein. Wir werden uns ein wenig auf die Spuren des menschlichen Bedürfnisses machen. Warum geht der Mensch auf Reisen? Warum ist diese Reisefreiheit so ein wichtiges Menschenrecht? Und warum brauchen wir die Veränderung und die Abwechslung für unser Leben? Darüber wird dann gleich ein sehr, sehr bekannter Reisephilosoph sprechen. Aber zuerst würde ich sagen, hören wir uns einmal die Begrüßung. Und jetzt ist sie echt vom Farkasee an. Tourismuschef. Ein herzliches Grüß Gott hier von der Taborhöhe hoch über dem Farkasee, den Gästen vom Toleranzforum und des heutigen Tourismusforums. Schön, dass ihr alle da seid in etwas außergewöhnlicher Atmosphäre in Zoom per Videokonferenz und ein ganz anderes Programm dieses Jahr. Ich lade euch jetzt schon ein, für 2021 persönlich nach Villach zu kommen. Wir als Kongressstandort leben davon, dass wir Kongresse persönlich durchführen, bauen gerade technologisch trotzdem aus natürlich. Und vielleicht nehmt ihr euch danach noch ein paar Tage Zeit, hier mal zum Tabor zu kommen, auf den Dobratsch, an den Ossiacher See, an den Farkasee, ein bisschen durch Villach zu bummeln, ans Dreiländereck in der Alpe-Adria-Region. Das alles wird 2021 wieder möglich sein. Nochmals herzlich willkommen und einen erfolgreichen Nachmittag. Ihr Georg Owers. So, das war das kurze Grußwort. Ich war aber kurz. Wilfried. Wunderbar, sind wir wieder da, Natürlich, Gunnar? aber ja. Super, dann gehen wir gleich in Medias Res. Was ich jetzt ankündigen kann, ist eine Premiere und zwar eine Premiere nicht nur für uns, sondern auch für den Autor, Essayisten und Reisephilosophen, der auch in Österreich schon bekannt ist. Er ist Gründungsdirektor des Ernst-Bloch-Zentrums in Ludwigshafen am Rhein. Wer Ernst Bloch kennt, wird sich ausmalen können, welches Kaliber Nikolaus Kuhfeld ist. Er ist seit vielen Jahren ein frei und hauptberuflicher Reisender und hat sehr viele Eindrücke aus aller Welt mitgebracht und hat sich über das Reisen Gedanken gemacht. Und wir haben ihn eingeladen, zu uns zu sprechen, um ein bisschen über die Utopie und die Utopien des Reisens zu hören. Klaus Kuhfeld, wir begrüßen dich bei uns im Tourismusforum Villach und erteilen dir das Wort. Bitte. Ja, danke. Ich wäre natürlich auch lieber und gerne nach Kärnten gekommen, nach Villach,
Aber Corona verschuldet müssen wir quasi diesen digitalen Weg gehen. Und ich hoffe, dass das alles jetzt klappt. Also der Titel meines Vortrags über die Utopie des Reisens heißt eigentlich Schöne neue Reisewelt. Ein bisschen in Anklang an Aldous Huxley. Ich muss ehrlich sagen, die für heute zum Eröffnungsvortrag des Tourismusforums gestellte Frage, warum das Reisen, was das Reisen eigentlich sei, verwundert mich schon etwas, denn die Frage klingt so, als hätten wir ein Kulturgut verloren, das in der Masse der Tourismusindustrie inzwischen untergegangen ist. Wer wie ich über die Utopie des Reisens philosophiert und geforscht hat und im Übrigen sehr selbst viel gereist ist, hat natürlich eine Vorstellung von den feinen Unterschieden zwischen Ferne und Nähe, zwischen Abenteuer und Genusssucht und das Wichtigste an allem zwischen Reisen und Urlaub. Ich werde da noch einen wichtigen Unterschied machen. Wenn wir also wissen wollen, was das Reisen eigentlich sei, müssen wir auf seinen anthropologischen Grund gehen. Die Evolution hat uns zu Reisenden bestimmt, sagt der britische Reiseschriftsteller Bruce Chatwin. Denn die Höhle oder das Schloss, in denen sich der Mensch niederließ, waren immer nur der vorübergehende Zustand. Der Mensch ist seit je mobil und seit je ist er gewandert. Sei es aus wirtschaftlichen Gründen wie bei Kaufleuten oder Nomaden, sei es aus politischen, etwa Vertreibung oder bei Flüchtlingen, aus Forschungsgründen wie bei Alexander von Humboldt. Des Menschen Mobilität lief immer auf einen Exodus hinaus. Im Kleinen, wenn wir das Zuhause zurücklassen, wie auch im Großen, wenn wir an die befreienden langen Märsche von Moses, Mohammed oder Mao Zedong denken. Und auch Jesus war ein Wanderer. Der Mensch hat nach Pascal es nie vermocht, zu Hause zu bleiben, um Unglück von der Menschheit abzuwenden. Von all diesen unterschiedlichen, mehr oder weniger erzwungenen Motiven für die Mobilität hebt sich ein entscheidendes ab, nämlich das aus freiwilligen Gründen. Erst diese und erst in der Moderne zur Verfügung stehende frei gewählte Mobilität bezeichne ich als Reisen. Es hat mit Abenteuerlust und Entdeckungsfreude zu tun, aber nicht, dass es keinen Preis hätte. Die Bedeutung von Reisen sprachgeschichtlich kommt von Ausreißen, hat also mit Flucht zu tun, sei es vor widrigen Verhältnissen, sei es Flucht aus dem Alltag. Denn, Zitat, dieselben Dinge täglich bringen langsam um, sagt Ernst Bloch. Aber einmal unterwegs macht der Reisende die Erfahrung, dass er, und jetzt wieder Bloch, er selber in der Fremde exotisch ist, nicht die Fremde. Die Einlassung auf das Fremde erfordert einen hohen Aufwand. Erlernen neuer Sprachen, Einlassen auf Kulturen, Ausräumen von Missverständnissen. Und nicht von ungefähr ist das englische Travel mit dem französischen Travail sprachverwandt. Und Travail bedeutet Arbeit. Arbeit an sich selber und an der Welt. Das Reisen ist also ein Zauberwerk. Es hebt des Menschen Alltag aus den Angeln. Denn, nochmal Ernst Bloch, die Lust der Reise frischt die Erwartung nicht bloß an, bevor die Fahrt angetreten, sondern tut das mitten im Genuss des Sehens. Zitat Ende. Gut zu wissen dabei, dass der Mensch sich überall selber mitnimmt. Auch wenn er verfremdet und in den Sog des Fremden gerät, mehr als es das Treiben und die Geschwätzigkeit seines Lebens je konnten. Ist er allein mit seinem Ego, befragt er es, was die Reise mit ihm macht, ob sie ihn wäscht und ausspült, ob sie ihn belehrt. Aber erst wieder daheim bekommt er eine Antwort. Ja, ich bin gebeten worden, einen Blick in die Geschichte des Reisens zu werfen. Ich will dem gerne nachkommen, aber in einer halben Stunde Redezeit ist das tatsächlich nur beispielhaft möglich. Stattdessen stelle ich Ihnen eine Auswahl
einiger weniger historisch bedeutender Reisegestalten in monographischen Skizzen vor, deren Ethik im Zeitgeist ihrer Epoche eine erstaunliche Aktualität haben mögen. Ursprünglich hatte ich vor, mit Herodot zu beginnen, der vor 2500 Jahren gelebt hat und dessen Geschichtswerk auch als erstes Reisebuch gilt. Außerdem wollte ich von Johann von Mandeville berichten, dessen fiktiver Reisebericht von seltsamen Ländern und wunderlichen Völkern von 1356 wegweisend für interkulturelles, unvereinnehmendes, ja unvoreingenommenes entdeckendes Reisen anzusehen ist. So will ich in der Zeit der Aufklärung beginnen. Ich will Ihnen Georg Forster vorstellen. Seine Reise um die Welt auf der Resolution von James Cook, Zweite Weltreise 1772 bis 75, hat eine philosophische Tiefensicht, die weit über den Auftrag der Expedition hinausdenkt. Denn es geht ihm um die universelle Idee. Beeinflusst von Rousseau ist er der Überzeugung, dass sich das im Menschen angelegte Gute durchsetzen könne. Erst diese Einsicht schützt ihn vor dem Selbstzweifel, selbst im Paradiese eingedrungen zu sein, etwa wie in die Südsee. Forster soll in einem Streitgespräch mit Immanuel Kant sich von den ewigen Fähigkeiten abgesetzt haben und spricht mit Humboldt von der Widersprüchlichkeit zwischen aufgeklärter Moral und Kolonialismus. Der zweite, den ich Ihnen vorstelle, ist Johann Gottfried Säume. Ich weiß nicht, ob Ihnen der bekannt ist, ein Zeitgenosse Goethes. Die Reisephilosophie der Aufklärung erfährt mit den berühmten Reisen und Dichtungen Johann Wolfgang Goethes italienischer Reise, Gottfried Säumes Spaziergang nach Syrakus, sowie auch mit Alexander von Humboldts universeller Auffassung der Natur entscheidende Impulse. Was bei Säume besonders besticht, ist der immanent politische Charakter seiner Reisen. Geprägt von der Umbruchzeit und der politisch-bürgerlichen Forderung der Französischen Revolution geht Säume seinen eigenen arkadischen Weg von Leipzig nach Syrakus. Und da geht es immerhin um 2000 Kilometer, die man in 6 Wochen bewältigen kann. Es war ein Weg zu Fuß, der den aufgeklärten Spaziergänger zum politischen Akteur und Menschenrechtler seiner Zeit macht. Der Spaziergang von lateinisch spatium, spazieren, sozusagen das Ergehen des Raums, ist vom Lustwandeln im Mittelalter zum denkenden Gehen geworden, wo sich der Akteur, Rousseau und Schiller folgend, bewusst zur Landschaft und zu den Menschen in ein Verhältnis setzt. Goethes Tourismus in Anführungszeichen zum Trotz lässt Säume sich nicht oder nur selten kutschieren, sondern geht zu Fuß. Seine Methode nennt er Fußwandeln. Säume kam in einem anderen Sinne als Goethe, als glücklicher Mensch nach Hause an. Und jetzt kommt vielleicht eines seiner wichtigsten Zitate: Wer geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fährt. Der kosmische Mensch behält sich selbst in der Hand. Zweifellos ist Säume ein Aufklärer, dem, wie Rousseau, schon die Kutsche zu schnell ist, um sich seines kosmischen Menschseins bewusst zu bleiben. Das politische Reisen steht bei Säume für einen kosmopolitischen Habitus, der dem heutigen Reisen in beschleunigter Zeit wieder neues Selbstbewusstsein einhauchen kann. Insofern ist Säume ein gutes Beispiel für globale Selbstaufklärung. Ein dritter ist Hermann Graf von Kaiserling. Der Kultur- und Geschichtsphilosoph entwickelte eine metaphysische Philosophie des Sinns, die sich auch in seinem Reisetagebuch eines Philosophen von 1932 niederschlägt. Er knüpft an die Tradition der empfindsamen Reisen von Lawrence Stern an, in einer Art Aufklärung der Sinne. Kaiserling ist in der Tat einer der ersten, die indisches und chinesisches Denken
in empirischer Tiefe in das europäische Denken einbringen. Gerade der innerlich Einsame, der Philosoph, muss Weltmann sein, sagt Kaiserling. Damit formuliert er einen philosophischen Spagat, der ein wenig an Adelbert von Chamisso erinnert. Zitat: Ich bin nach Weisheit weit umhergefahren. Kaiserling lebt gewissermaßen vor, wie vernünftiges Denken und Innerlichkeit einander ergänzen können. Deshalb, Zitat Kaiserling, deshalb bedeutet dem Menschen der Umweg um die Welt in jedem Sinn den kürzest denkbaren Weg zu seinem Wesen. Zitat Ende. Während draußen die Nazis an die Macht kommen, kommt Kaiserling zu der philanthropischen Erkenntnis, dass in dieser Katastrophe nur eine Krise zu sehen ist, die die Entwicklung nicht abschneidet, sondern beschleunigt fortsetzt. Vielleicht ist uns das auch heute in der Corona-Krise ein Zeichen. Und schließlich komme ich auf Bruce Chatwin zu sprechen. Für das 20. Jahrhundert gibt es eine Reihe prototypischer Gestalten mit den Namen Bruce Chatwin, Paul Theroux und Nicolas Bouvier, auch Claude Lévi-Strauss mit seinem traurigen Tropen, übrigens ein unfassbar gutes Buch, verbindet sich der Habitus des global aufgeklärten Reisens, was nicht selten Spurensuche ist. Wenn Theroux sagt, die Welt zieht sich zusammen und dehnt sich gleichzeitig aus, heißt das, dass die total entdeckte Welt noch nicht ihre mentale Erfassung bedeutet. Denn im Grunde suggeriert die globalisierte Welt zu Unrecht den Zustand einer Zusammengehörigkeit. Vorherrschend ist eher ein Kulturkreisdenken, das die Welt wiederum mehrfach teilt. Wir erleben das heute wieder in den Populismen Europas beispielsweise. Mit Bezug auf Marshall McLuhan prangert er einen immensen Werteverlust in der modernen Zivilisation an, wo, Zitat, die Welt ein globales Dorf geworden sei, wo ein großer Teil der Weltbevölkerung mehr denn je unterwegs ist. Touristen, Geschäftsleute, Wanderarbeiter, Aussteiger, politische Aktivisten. Doch dieser neue Internationalismus, den man auch heute als Globalisierung bezeichnen könnte, hat einen neuen Lokalpatriotismus hervorgebracht. Einen Separatismus. Nun, all diese Prototypen, wie gesagt, es war nur eine kleine Auswahl aufgrund der Zeitersparnis, stehen für ein Reiseethos, das auch für unsere heutige Wertekultur relevant ist. Herodot steht für Welterfahrung, Mandeville für Besitzlosigkeit, Forster für Forschergeist, Säume für Selbstaufklärung, Kaiserling für Empathie und Chatwin für Zivilisationskritik. Mit Kolumbus, Entdeckung Amerikas und Magellans erster Weltumrundung vor ca. 500 Jahren standen wir an der Schwelle zu dem, was wir heute Globalisierung nennen. Ein grundlegender ethischer Motivwandel findet aber erst in der Aufklärung statt, als der Tourismus geboren wurde. Das Erscheinen des Red Books von John Murray 1836 und der erste Baedeker, der erste Reiseführer, 4 Jahre später, können als die Geburtsstunde des Tourismus bezeichnet werden. Seitdem und seit immerhin fast 200 Jahren, schreitet der Tourismus wie entfesselt voran. Ich muss Ihnen ja nicht erzählen, wie bedeutend heute diese Branche war und ist, für manche Staaten sogar lebenswichtig bzw. überlebenswichtig. Die Frage aber heute muss schon erlaubt sein, ob wir mehr verlieren als gewinnen. Es gibt ja nicht nur Philosophen, die mit Kant übrigens beginnen, die angesichts der Endlichkeit, die Monotonie der Erdkugel vom Ende des Reisens sprechen, dem jetzt schon das Narrativ fehlt. Alles entdeckt, Globalisierung, alles im Griff, Digitalisierung, was bedeutet das? Schon vor über 60 Jahren entlarvt Hans Magnus Enzensberger den Tourismus.
eigentlich nicht den Tourismus selber, sondern die Kritik an ihm hält er für verlogen. Intellektuell für einen Mangel an Reflexion, moralisch für Einbildung, also für Hybris, wenn man so will. Und ich will ergänzen, politisch für rücksichtslos, ja selbstmörderisch. Der Tourismus eine Täuschung, nämlich weil wir, ja wir alle, letztlich seine Nutzerinnen sind, mit den in Serie gegangenen Bedürfnissen des Menschen im Reiseprospekt, in Befriedigungen, in der Pauschalreise, wandelt sich das Reisen in seine Vermassung. Mit ihm einher geht eine Demokratisierung, das dürfen wir nie vergessen. Aus einem exklusiven Privileg wird eine inklusive Bewegung. Aber die Entwicklung ist horrend. Allein die Zahl der Touristen hat sich von 180 Millionen im Jahr 1970 auf 700 Millionen im Jahr 2000 und auf 1.400 Millionen, sprich 1,4 Milliarden im Jahr 2020 vervielfacht. In den nächsten 20 Jahren ist mit einer Verdoppelung dieser Zahl zu rechnen. So erleben wir heute das Reisen weitgehend als Massentourismus, welcher historische und Kulturstätten, Strände und Berglandschaften, ja ganze Städte vereinnahmt und zu ersticken droht. Flughäfen transportieren eine gigantische Anzahl von Passagieren, etwa 100 Millionen per anno in Atlanta oder Peking. Es werden Kreuzfahrtschiffe gebaut, wie die Global Dream, in Wismar. Die ist fast 350 Meter lang, 20 Decks hoch und hat Platz für 9.500 Passagiere und 2.200 Besatzungsmitglieder. Von der Mona Lisa im Louvre und vom San Marco-Platz in Venedig ist nicht mehr viel zu sehen. In Dubrovnik drängeln sich an manchen Tagen 10.000 Besucher im kleinen Ortskern. Auf dem Everest gibt es absurde Staus. In Machu Picchu zertreten sich die Touristen gegenseitig. Und selbst 750 Seelendörfer wie Hallstatt im Salzkammergut werden von bis zu 10.000 chinesischen Touristen pro Tag überrollt. Und an manchen Tagen scheint ganz München nach zum Walchensee zu fahren. Das ist die Kultur der 1000 places to see before you die. Also die 1000 Orte zu sehen, bevor man eben stirbt. Der Bestseller von Patricia Schulz. Alle Menschen scheinen immer nur einzelne Orte anzusteuern. Mit all den zerstörerischen Folgen. Masse essen Seele auf, könnte man sagen. Das Potenzial der Reisewilligen jedenfalls ist enorm, denn nur 3% der Menschheit ist je geflogen. Und die große Masse kommt nie über Balkonien hinaus. Das Reisen kann nur für diejenigen eine Utopie sein, deren Lebenswirklichkeit sie zulässt. Die Demokratisierung des Reisens, wofür der Tourismus steht, hat zu seiner Chancengleichheit nur wenig beigetragen. Wobei wir eine beispiellose Ungleichheit erleben. Terre des Hommes hat einmal gesagt, Nord-Süd-Gefälle sagt der, der oben steht, für die anderen ist es eine mörderische Steigerung. Sie ahnen doch, was es bedeutet, wenn auch nur 10% sich werden das Fliegen leisten können. Nun, wer dem Reisen eine utopische Dimension abgewinnen will, sollte sich zunächst auf profanes Gelände begeben. Es könnte die Heterotopie sein, ein Begriff von Michel Foucault, Heterotopie. Das sind reale andere Orte, in denen der Alltag des Menschen temporär getauscht wird. Das Museum ist solch ein Ort, auch das Theater, das Schiff. Auch ganze Städte und Inseln können zur Heterotopie werden, wie Venedig, Dubrovnik, Sansibar, Samui, die so gut wie alles an Originalität vermissen lassen. Auch Urlaub ist eine Heterotopie. Christoph Hennig sagte einmal, alle reisen, doch niemand möchte Tourist sein. Touristen, das sind die anderen. Und berührt das Dilemma des Einzelnen, der sich als Einzelner
vielleicht noch nicht ganz aufgegeben hat. Die Ziele werden permanent gewechselt, es sei denn, man richtet es sich in der falschen Utopie des Heterotops im Zelt, im Wohnwagen, im Hotel ein und pflegt seine Illusions-Heterotopie als Ersatz zu Hause. In diesem Sinne hat Paul Theroux Urlaub als das Gegenteil von Reisen bezeichnet. Nun bin ich bei Corona, es geht gar nicht anders. Die Corona-Krise ist natürlich mehr als die Katastrophe irgendwo anders, wie das bei einem Erdbeben oder einem Tornado oder einer Überschwemmung der Fall ist. Das Virus befällt die ganze Welt, vermeldet die Süddeutsche Zeitung. Mit der Krise ist ein weltweites Storno aller Begehrlichkeiten der Reisenden eingetreten. Und auch diese Konferenz wäre ohne Corona eine andere. Wir würden vermutlich mehr über Utopie sprechen, wie die megalomanische Entwicklung des Tourismus zu bremsen ist. Doch nun liegt in der Krise auch die Chance der Umkehr. Die Chance, dass wir ein Umdenken und neue Verhältnisse quasi von Null anschieben können. Ein Wiederhochfahren kontrolliert anschieben. Das ist eine andere Diskussion, ob ich bremsen muss oder ob ich anschieben kann. Egal, was dabei rauskommt. Ich bin dann mal weg, war ja auch eines der Motto dieser Toleranztage. Ich bin dann mal weg, das war jedenfalls gestern. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es im März 2020, ich bin dann mal daheim. Aber was Worte und Appelle niemals geschafft hätten, können wir dem absurden, gleichwohl realen Zustand des Stillstands abgewinnen. Dem Zustand, nicht verreisen zu können. Allein die Lufthansa hat so viele Maschinen aus ihrer Flotte stillgelegt, dass sie statt 350.000 Passagiere pro Tag nur noch 3.000 befördert und einen Verlust von 1 Million Euro pro Stunde einfährt. Flughäfen in aller Welt sind verwaist, Kreuzfahrten storniert, Pauschalreisen abgesagt und so weiter und so fort. Wir sind trotzdem erst einmal gut beraten, davon auszugehen, dass wieder und schneller als uns lieb sein kann, losgebraust wird. Ich komme zu meinem Schlussteil, der ich einen Blick auf die schöne neue Reisewelt werfen werde. Wie soll sie nun aussehen, die schöne neue Reisewelt? Ich glaube, es macht keinen Sinn, aus einer Heterotopie, sprich Urlaub, eine Utopie zu machen. Jeder, der Urlaub machen will, soll sich erholen können, selbst wenn er nur Pauschales erlebt und nichts mehr erzählen kann. Aber wer reisen will, sollte sich auf ein utopisches Abenteuer im allerweitesten Sinne schon einlassen können, mit all seinen schönen und Kehrseiten. Ich sagte ja vorhin, Reisen ist auch ein bisschen anstrengend, ist Arbeit mit Arbeit verbunden. Und das Bloch'sche Diktum Fremdes zu Hause, urvertraute Fremde, bringt diesen Zwiespalt durchaus gut zum Ausdruck. Dem Reisen ist im Vergleich zum touristischen Urlaub ein Bildungs- und Erkenntnis- und Glückswert eingedacht. Die Heterotopien beunruhigen, sagt Foucault, während die Utopien trösten. Sie trösten deshalb, weil sie ein Narrativ haben, das uns nicht nur Wunschbilder ausmalen lässt, sondern uns Geschichten erzählt. Deshalb das Fernweh, deshalb die melancholische Seite der Erfüllung, wie Adorno gesagt hat. Die melancholische Seite der Erfüllung. Es bedeutet, den utopischen Reisebegriff zwischen den Polen Erreichbarkeit und Scheitern bzw. Enttäuschung aufzulösen. Die Utopie an der Reise bedeutet nicht, Glück unmittelbar anzustreben, denn Glück entzieht sich einer direkten Intention. Martin Seel spricht hier von dem Paradoxien der Erfüllung. Utopie bedeutet vielmehr, dass sie eng an Denkbarkeit, Erreichbarkeit und Erfüllbarkeit gebunden ist. Der Mensch geht, er fährt, er fliegt, ja, er bleibt, aber er weiß, was er tut. Dabei sollten wir nie vergessen,
dass das utopische Narrativ notwendig die Kritik an Verhältnissen beinhaltet. Schon bei Thomas Morus bedeutet Utopia den im Übrigen ersten kommunistischen Gegenentwurf zum Regime Heinrichs des VIII. Bei Ernst Bloch sagt der Arbeitstitel zum Prinzip Hoffnung alles, Dreams of a Better Life. Also immer eine Art Exodus, eine Abgrenzung von Verhältnissen, die aber das Wohin nicht aus dem Gesichtsfeld drängen. Entsprechend sollten wir uns in der heutigen Zeit des billig fliegenden Massentourismus nicht nur fragen, wovon wir weggehen, sondern wohin wir gehen wollen. Es ist heute auch nicht die Zeit, in der wir wegschauen können, sondern wissen können, dass Venedig und Dubrovnik kollabieren, Machu Picchu völlig überlaufen, Boracay kommerzialisiert wird. Und wir können auch wissen, dass die Erdpole beginnen zu schmelzen, die Meere verschmutzen und die sensibelsten Meereslandschaften wie Korallenriffe ausbleichen. Schon aus diesen und hier nur angedeuteten Gründen ist es nötig, das Reisen zu entmythologisieren, ihm den nostalgischen Umgang zu nehmen und es in einen planetarischen Zusammenhang einzudenken. Unsere Reiseziele müssen auf die Waagschale ihrer Einlösbarkeit und ihrer Verträglichkeit gelegt werden, auf einen anderen Umgang mit unserer Welt. Wir haben zu entscheiden, wie wir in die Zukunft gehen. Ich habe in meinem Buch, das ich ja in dem Wiener Verlag Edition Splitter, die Erfindung des Reisens, geschrieben habe, das mal so genannt, etwas apodiktisch, Paradiese muss man verlassen. Wohin wir gehen wollen, heißt aber nicht auch nur einfach zu hoffen, weil zu jeder Hoffnung das Scheitern gehört und keine Utopie ohne Dystopie gedacht werden kann. Bloch nannte das konkrete Utopie, die aus belehrter Hoffnung kommt. Und zur Belehrung trägt eben Corona bei. Die Belehrung in der Stillstandswirklichkeit besteht darin, dass Reisen in seiner Kontextualität auf die Zukunft hochzurechnen ist. Die Vermassung des Reisens, das Vielfliegen, die Klimaschäden, die Beschädigung von Weltkulturerbe, der Selbstschutz der Städte etc. pp. Wir können den Reisebegriff dekonstruieren, indem wir utopische, das heißt politische und ethische Kriterien anlagen, die durchaus schon eine Grundlage haben, denn die Welttourismusorganisation, die UNWTO, hat ja einen Global Code of Ethics. Da müssen Sie mal reinschauen. Der ist schon eine gute Grundlage, um daran anzusetzen. Also im Sinne von Denkbarkeit, Erreichbarkeit und Erfüllbarkeit von Utopien will ich Ihnen abschließend ein paar kurze, wesentliche, existenzielle Postulate aufzeigen, die auch das Kämpferische an der Utopie aufzeigen mögen und die diese Konferenz auch beflügeln sollten. Das erste ist Reisen als Natur- und Klimaschutz. Der Zusammenhang zwischen Reisen und Klimaschutz liegt auf der Hand. Ich muss das nicht ganz groß ausführen, aber ich will darauf hingewiesen haben. Hauptsächlich Flüge und Kreuzfahrten schaden der Natur und erfordern ein gigantisches Umdenken. Ernst Bloch hätte auf die Corona-Krise mit seinem Konzept der Naturallianz reagiert. Dem Massentourismus würde er das prekäre Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Technik vorhalten. Denn nach Bloch gibt es eine Mitproduktivität der Natur, Natura Naturans. Jedes Flugzeug zu viel am Himmel bedeutet der Natur ihr die Würde nehmen. Und langfristig, das heißt die Generation unserer eigenen Enkel betreffend, bedeutet es den Kollaps. Mein zweiter Punkt ist Reisen als Bildungsrecht. Das ist jetzt wirklich provokatorisch, sage ich mal. Zweifellos entscheidet Bildung über die Zukunft der Menschheit. Wenn Sie das mal im globalen Rahmen sehen, entscheidet die Bildung über die Zukunft der Menschheit, sage ich. Reisen fördert Empathie in der Auseinandersetzung mit dem Fremden, interkulturelle Kompetenz und Toleranz zwischen den Kulturen. Frei nach Umberto Eco hätten wir die Übersetzung als Weltsprache zu lernen.
Eine Reiseethik würde ich fordern als eine Art erweiterter Geografieunterricht, der nicht nur ferne Länder betrifft, weil die Sensibilisierung schon in der Nähe anfängt, bis hin zu den sogenannten Nahreisen, die ja jeder unternehmen kann. Während Urlauber womöglich nur ihre Kulissen wechseln und ihr Ego baumeln lassen, lassen sich Reisende auf das Fremde ein. Deshalb würde ich fordern, Reisen muss zum regulären Schulfach werden. Mein dritter Punkt, und damit komme ich zum Schluss. Es gibt ein Label der asiatischen Billigfluglinie Air Asia, Now Everyone Can Fly. Nun kann jeder fliegen, das steht auf jedem Flugzeug drauf. In der Tat bringen sie einen für wenige Euros etwa von Kuala Lumpur nach Tokio oder nach Bali. Jedermann? Ist das nicht ein billiger Werbeslogan, weil unerfüllbar? Daraus ein Menschenrecht jetzt abzuleiten, trägt der Mobilität des Menschen Rechnung, von der ich vorhin gesprochen habe, aber weil es denkbar, ja wünschbar ist, aber nicht erfüllbar, bleibt es dann nicht ein Privileg von wenigen? Die utopische Herausforderung jedenfalls ist gewaltig. Zu lösen ist sie nur, wenn wir das Reisen, ja den Tourismus, wie gesagt, in seine planetarische Verantwortung einordnen. Das Reisen soll kein Überfall auf fremde Länder sein, was sich ja dort und da abzeichnet. Die Gastgeberländer bzw. die betroffene Bevölkerung brauchen Mitspracherechte, wie verträglich der Reiseverkehr ist, und sie sollten in die Lage versetzt werden, die Flut an Touristen mitzuentscheiden. Also Venedig oder ähnliche Städte haben auch schon entsprechende Maßnahmen eingeleitet in Reaktion auf Corona. Etwa durch Maßnahmen wie Visaauflagen, Eintrittsgelder. Neuseeland machte 2019 den Anfang. Venedig und Rom zogen jüngst aus der Krise Konsequenzen. Besuchskontingente oder die Ausweisung von Natur- und Kulturschutzgebieten, wie auf den Seychellen seit längerer Zeit und auch in Thailand existent. Gerade die schönsten touristischen Ziele, dazu zähle ich jetzt auch Kärnten, haben ein Recht auf Würde. Regulierungen sollten den Charakter von Geboten statt Verboten haben. Das Verhältnis Gast-Gastgeber sollte neu austariert werden. Und dabei hilft zum Beispiel auch die Lektüre von Georg Simmel. Das hart erkämpfte Recht auf Urlaub, Sie kennen das, mündet in der globalen Welt in ein ebenso hart zu erkämpfendes Menschenrecht. Damit eröffnet sich eine ebenso politische wie ethische Diskussion, um den Menschen dieses Recht zuzugestehen, dass das Reisen nicht allein ökonomischen Regeln folgen, sondern muss von den Staaten ermöglicht werden. Ein letzter Satz, ein Zitat der sehr schönen indischen Schriftstellerin Arundhati Roy, die die schöne neue Welt so beschreibt. Zitat: In der Geschichte haben Seuchen die Menschheit gezwungen, mit der Vergangenheit zu brechen und sich die Welt neu zu erklären. Wir können uns entscheiden, sie durchzugehen und dabei die Kadaver unserer Vorurteile und unseres Hasses hinter uns herzuschleppen, unsere Datenbanken und toten Ideen, unsere toten Flüsse und Verkaufen. So, Nikolaus, dein Ton ist nicht mehr zu hören, der ist verzerrt. Bereit, das Beste in der Welt vorzustellen. Bereit, nicht so viel Zitat hinter. So, jetzt musste ich ihn stumm stellen, den Nikolaus, der ist jetzt nicht mehr zu hören. Da war eine Tonstörung. Eigentlich eine gute Überleitung. Wir haben ja eigentlich schon einiges an Informationen jetzt bekommen. Von Kaiserling über Bloch zu Foucault zum Thema Overtourism, zum Thema Corona, die Zwangspause, die jetzt eingelegt werden muss. Thomas, ich glaube, du hast eine gute Steilvorlage jetzt bekommen für die Panel-Diskussion, wo wir den Kreis auch erweitern. Optisch
haben wir das schon aufgezogen, die Runde mit Magister Roland Sinn von Wörthersee-Tourismus, Professor Wolfgang Eichelsberger von der FH Kärnten und Dr. Henriette Schröder, Autorin und Dokumentarfilmerin, die auch im nächsten Panel dabei sein wird, die dankenswerterweise hier mitmischt. So, Nikolaus, du bist jetzt nicht mehr zu hören, sondern ich leite jetzt mal über zu Thomas Sick, weil bei dir war eine Tonstörung. Okay, wenn du jetzt mal dein Mikrofon, genau. Ich habe es ganz genau schon gemacht. Danke dir für die Überleitung, Herr Gunnar, und danke auch jetzt nochmals dem Dr. Kuhfeld, Nikolaus, wie wir haben es ja vereinbart, dass wir jetzt im Du sind in diesem Videochat, für deine Wortmeldung und die sehr interessanten Ausführungen, denen jetzt aber mal zumindest ein paar Gegengedanken entgegenhalten möchte von unserem Panel. Ich habe mir da schon einiges mitnotiert und es ist natürlich interessant, man hat jetzt natürlich mal die Differenzierung vorgenommen zwischen Reisen auf der einen Seite und zwischen Urlaub auf der anderen Seite. Aber wenn ich mir jetzt da den Roland Sint ganz kurz reinrufen dürfte. Roland, du bist ja Leiter des Wörtherseetourismus. Rund um die Europas größte Badewanne, wie es so schön heißt, stehen ja zig Hotels, unzählige Betten, die derzeit leer sind, und dahinter stehen Unternehmer, die Kreditlinien zu bedienen haben, die Mitarbeiter zu bezahlen haben. Wird sich diese regulativ, das der Nikolaus gefordert hat, zwischen Gast und den Gastgebern, dass man sozusagen auch die Menge an Reisenden ein wenig beschränkt, wird sich das überhaupt ausgehen mit die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die wir derzeit vor uns haben und die ja durch die letzten Wochen der Corona-Krise nicht weniger geworden sind? Er ist nicht zu hören. Er ist nicht zu hören. Gut, er hat die Frage jedenfalls gehört, er wird später noch darauf zurückkommen. Wir können da mal zumindest mit dem Wolfgang Eichelsberger den anderen Punkt ansprechen, der sich jetzt auch noch ein wenig aufgedrängt hat nach dem Referat von Nikolaus Kuhfeld. Zum Verständnis für die Zuschauerinnen und Zuschauer, Wolfgang Eichelsberger ist der Experte für digitale Transformation an der FH Kärnten und begleitet auch zahlreiche Betriebe mit Cases, wie sie diesen Switch machen können rein in das Digitale. Wolfgang, jetzt mal so salopp die Frage, wird es Reisen noch immer geben, wenn man sich ja eigentlich die Virtual Reality Brille aufsetzen kann, man das Ganze intensivst erleben wird können? Ich habe gestern eine interessante Studie gelesen, es gibt jetzt sozusagen auch einen Screen, der über 300 Geschmäcker darstellen kann, wenn man ihn quasi an der Zunge nur irgendwie daran leckt an diesem Screen. Meinst du, lieber Wolfgang, dass hier diese ungeahnten Möglichkeiten, die die Digitalisierung in den nächsten Jahrzehnten noch bieten wird, auch das Reisen ein wenig zurückdrängen könnte oder das Reisen in eine digitale Form dann auch verlagert, die dann vielleicht wieder demokratischer ist, weil es mehr Menschen zugänglich ist? Also demokratischer könnte es schon werden, das ist schon der Fall. Du hast das bereits angesprochen, wir haben im Moment das große Problem, dass wir nicht alle menschlichen Sinne abdecken können durch die Digitalisierung. Wir haben einige Bereiche, die können wir abdecken, aber gerade riechen, schmecken, fühlen, das geht nicht. Und was wir vorher schon gehört haben, was Nikolaus uns sehr ausführlich dargestellt hat, wir wollen etwas erleben, wir wollen es spüren, wir wollen es fühlen und davon sind wir weit weg. Ich möchte auch auf etwas noch Bezug nehmen, das er vorher gesagt hat, was mir sehr gut gefallen hat. Er hat gemeint, Digitalisierung, alles im Griff. Das war in seinem Vortrag ein Statement, das er aufgeführt hat. Und das ist, glaube ich, ganz und gar nicht der Fall. Wir haben zwar Digitalisierung, wir haben sehr viel an Digitalisierung inzwischen, massiv geändert in den letzten 10 Jahren, aber wir haben bei Weitem nicht alles im Griff. Wir haben vielleicht sogar eine Situation, wo wir es weniger im Griff haben als Reisende, als wir es vor einigen Jahren noch geglaubt haben. Also vor 10 Jahren, als das ganze Thema mit soziale Medien, mit Mobile, dass wir immer und überall mobil sind, dass wir scheinbar auf alles jederzeit immer und überall Zugriff haben und zu allen relevanten Informationen immer Zugriff haben, davon sind wir heute noch immer weit weg. Wer als Reisender unterwegs ist, erlebt das immer wieder. Wir haben in dem Kontext, in dem wir uns befinden, Bedürfnisse und wir möchten gerne Informationen haben, wir möchten gerne bespielt werden,
bereit sein, auch etwas zu erleben. Und diese Informationen sind nicht da, weil wir sie im Kontext nicht liefern können. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme, die wir noch nicht gelöst haben, die wir vielleicht auch in einem späteren Statement, es geht ja viel Richtung künstliche Intelligenz, vielleicht auch nochmal sprechen können, ob wir hier eine Lösungsform haben in Zukunft auch. Aber wir sind, glaube ich, im Moment weiter davon entfernt, hier eine völlig neue Form des Reisens zu haben, nur weil wir Digitalisierung haben. Du hast jetzt ein Fehlen an Informationen angesprochen. Das musst du jetzt ein bisschen konkretisieren. Ist das dieses berühmte Internet-Mem mit der neuen Maslow'schen Bedürfnispyramide, an deren Spitze das WLAN steht? Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern wer als Reisender schon viel unterwegs war, der weiß es, dass wir manchmal in einer Situation sind, wo wir vor einem Reiseziel stehen oder zu einem nächsten Reiseziel hin möchten und eigentlich Informationen haben möchten, wann geht das nächste Transportmittel, wie komme ich dorthin, wie ist es dort gerade, wie viele Menschen befinden sich dort gerade, wie viel kostet es und solche grundlegenden Informationen. Und die haben wir oft in diesem Kontext, in dem wir uns befinden, nicht zur Verfügung, weil einfach das, was wir bis jetzt an Informationen haben, das, was wir in Systemen haben, nicht in der Lage ist, uns spezifisch für unsere Bedürfnisse entsprechend mit Informationen zu beliefern. Und das ist das, was ich auch vorher angedeutet habe. Wir haben im Moment das ganz große Schlagwort Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, ist ja nicht neu, gibt es schon seit vielen Jahren, habe ich vor 30 Jahren im Studium schon eine Lehrveranstaltung dazu besucht. Jetzt haben wir das ein bisschen anderes noch, das Thema, eine bisschen andere Ausrichtung des Themas. Aber das ist wahrscheinlich auch diese Zielsetzung, und das ist das ganz Große, was im Moment passiert in der Digitalisierung, dass wir es noch persönlicher machen können, noch auf uns bezogen, auf unsere aktuellen Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse, die wir im jetzigen Kontext haben. Mhm. Auch wenn wir dafür heftig bezahlen, weil dafür natürlich jede Menge an Daten von uns zur Verfügung stehen muss, um uns genau diese kontextspezifischen Informationen zu geben. Da war mir jetzt mal eine Kontrarede. Verlernt uns vielmehr die Digitalisierung nicht das Wahrnehmen auf einer Reise. Also ich bin zum Beispiel begeisterter Mountainbiker und ich erlebe es immer wieder, dass ich auf Bergen Menschen begegne, die haben ein GPS auf ihrem Fahrrad drauf, schauen lieber auf das GPS, als dass sie sich auf die Straße konzentrieren. Und ich bin mir sicher, die wüssten von selbst nicht einmal, dass der Weg, der nach unten führt vom Berg, dann sie auch letztlich wirklich tiefer bringt, würde es ihnen nicht das GPS auch gleichzeitig anzeigen. Ja, das Verlernen ist sicherlich möglich. Ich glaube, wir sind immer abhängiger von diesen Geräten, die uns umhüllen, die uns zur Verfügung stehen, die uns permanent Informationen liefern, sodass wir manchmal diesen Blick in die Umwelt, die wir gerade erleben, vielleicht nicht mehr haben. Und wir haben ja noch eine Steigerungsform bei dem Thema, das Thema Augmented Reality, also dass wir in dieser Wirklichkeit, die uns umgibt, ja noch zusätzliche Informationen, zusätzliche Daten einfügen können, wo das reale Erleben, das reale Dortsein am Ort sich mit einer virtuellen Welt noch vermischt. Das Ganze dann auch fast wie ein Videogame aussieht, wenn man dort in dieser Welt drinnen ist und das große Probleme für uns bedeutet und auch für das Erleben bedeutet. Henriette Schröder, du bist ja als Dokumentarfilmerin viel unterwegs. Um einen Film aufzunehmen, muss man ja vor Ort sein, da muss man hinreisen. Da kann man jetzt nicht einfach mal so eine Drohne noch hinschicken, sondern muss mit Menschen reden, muss sich auf das Gegebene dort einlassen und es dann eben für die Menschen dann wieder übersetzen hinterher im Zusammenschnitt des Films und beim Cut. Wie nimmst du das aus deiner Erfahrung der letzten Jahre wahr? Wie hat sich diese Diskrepanz zwischen Reisen und Urlauben verändert? So, wir haben noch ein ganz kurzes technisches Problem mit Henriette. Es soll uns nicht stören. Wir können sonst natürlich uns mit Wolfgang. Hören Sie mich jetzt? Wir hören Sie ausgezeichnet. Wir haben dich ausgezeichnet, Herr Liebe. Bin ich jetzt drin? Bin ich jetzt wieder dabei? Geht's jetzt? Auch der Nikolaus Kuhfeld ist wieder dabei. Wunderbar. Ja. Dann sind wir jetzt wieder in der größeren. Wenn man zum Drehen fährt, fährt man ja nicht auf Urlaub. Also selten. Zum Erholen ist es ja nicht. Und eine Reise, die ich es im klassischen Sinne verstehe, um was kennenzulernen, wie es, was weiß ich, einst Patrick Leigh-Fermor gemacht hat, ist es ja auch nicht. Beim Drehen, es kommt auf die Location an, ist natürlich vieles völlig dem Zufall überlassen. Manches kann man im Internet planen und Hotels aussuchen,
Flieger, Züge mitwerben und. Anderes, zum Beispiel in Rumänien, ist nicht von A bis Z, selbst mit Digitalisierung vorher zu planen. Was, jetzt mal vom Drehen abgesehen, was ich eigentlich ja sowieso ganz gut finde, ich finde es hier ein bisschen traurig, dass dank Digitalisierung alles, die jegliche Neugierde verloren gegangen ist, alles im Voraus geplant wird. Ich kann ja auf TripAdvisor sogar, und das kann ich beim Drehen wie auf Reisen oder im Urlaub, kann ich ja vorher praktisch jedes Lokal in Fuerteventura mir anschauen, was die Leute dazu sagen, oder eine Speisekarte sogar runterladen. Es hat natürlich jegliche Spontanität verloren und jegliche Neugierde, Interesse, was kennenzulernen, was ich vielleicht noch nicht kenne. Aber würde da, so wie der Nikolaus Kuhfeld das gesagt hat, das Unterrichtsfach Reisen überhaupt helfen? Also ich würde jetzt gar nicht so aufs Reisen beschränken. Es geht ja vielmehr darum, überhaupt Neugierde mal als Unterrichtsfach zu definieren. Denn man hat ja immer mehr den Eindruck, in der nachkommenden Gesellschaft von mir, ich bin jetzt Mitte 30, die Leute, die 10, 15 Jahre jünger sind, die reisen nur noch an gewisse Plätze, um eben diese 1000 places to see before you die. Das machen sie nicht einmal. Sie schauen ja nicht einmal hin, sondern 1001 places to picture before you die, ist das ja in vielen Fällen, damit man da in den Instagram, TikTok, sonst irgendwelchen Social Media Account das reinspielen kann. Wie kann man den Menschen dieses Erleben überhaupt wieder näher bringen, dass sie sich darauf einlassen müssen, dass es auch ein Abenteuer sein kann, in Spanien in ein Gasthaus zu gehen und einfach sagen, ich nehme die Nummer 4 von der Speisekarte und dann bekommst halt, Gott weiß was, einen Ochsenschwanz oder sowas vorgesetzt. Sie meinen, wie man den Leuten wieder reisen, was Neugierde erweckt, was Abenteuer ist, wieder das, näher das, bringen. Ja, das einfache Abenteuer, manchmal auch links abzuzweigen, wenn alle wie quasi nach rechts zeigen. Ja, das ist, glaube ich, extrem schwierig, weil in vielen Fällen geht es ja auch, also über die Interessenten, sprich die Reisenden, und die Anbieter. Die Anbieter bieten was an, was in den meisten Fällen ja preisgünstig ist. Viele sagen ja, um Gottes Himmels Willen, und sie bieten Sicherheit an. Ich meine, selbst wenn man von Wien nach München mit dem Zug fährt, kriegt man Pop-ups, welche Versicherungen man gern hätte. Und die Leute wollen wissen heutzutage, welche Gefahren es an Ort und Stelle ganz eventuell geben könnte, gegen was ich impfen lassen sollte, wie viele Versicherungen man abschließen kann, von Reiserücktritt über Krankheit über. Ich glaube, dass das, ganz ehrlich, dass das extrem schwierig sein wird, Leute wieder auf so ein kleines Abenteuer oder kleinen Abzweigungen nach links statt nach rechts einzulassen. Es gibt natürlich so kleine Reiseunternehmen, wie zum Beispiel gibt in London eins, das heißt Kudu Travels. Die machen Georgien, Armenien, Äthiopien auf den Spuren von Patrick Leigh Fermor in Griechenland und so. Dürfen auch nur 14 Leute pro Tour teilnehmen. Das ist eine Mischung aus Kultur- und Wanderreisen. Aber die kosten, die billigsten fast 3.000 Pfund, die teuersten fast 4.000 Pfund. Das kommt ja noch dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, dass, ich höre mich jetzt vielleicht an wie meine Urgroßmutter, aber dass diese völlige Digitalisierung hat den Leuten ja auch jegliche Eigeninitiative genommen. Die Organisation, sprich das Reiseunternehmen, denkt für mich und bietet mir 5 verschiedene Möglichkeiten an und dann buche ich das. Wie gesagt, ich kann über TripAdvisor mir ein Lokal in Fuerteventura anschauen. Und auch noch einen anderen, noch obskureren Orten übrigens, ja. Man kann auf der Adria-Kreuzfahrtschiff, in der Almhütte kann man sich die Speisekarte runterladen. Von Schweinsbraten bis Povetaitschel aus. Einer, der für die Kunden denken muss, ist Roland Zehnt, Chef des Wörthersee-Tourismus. Roland, mal an dich jetzt die Frage gerichtet. Du bist ja derjenige, der auch den Menschen, die an den Wörthersee kommen, alles durchorganisiert. Man geht mal bei dir rein, dann bekommt man sein Ticket für die Wörthersee-Schifffahrt, wird hinaufgebracht zum Pyramidenkogel. Das ist ein wunderbarer Aussichtsturm, mit dem man über 2/3 der Kärntner Landesfläche, von dem aus man über 2/3 der Kärntner Landesfläche schauen kann. Und von dort wird man dann abends zu dir auch noch ins nächste Lokal hin weitergeleitet. Wie kommen diese Gedanken, die wir jetzt da in den letzten 10 Minuten gewälzt haben, bei dir an?
Es hat ihm die Sprache verschlagen, offenbar. Gut, dann gehen wir noch einmal. Nein, ich höre jetzt nichts. Dann gehen wir noch einmal zurück zu Henriette Schröder. Sie haben das jetzt mal so ein wenig pauschal kritisiert. Ich habe jetzt da aber doch den Gegengedanken. Es erleichtert halt vielen Menschen diese Form der Digitalisierung, auch das Reisen. Es macht jenen, die nicht abenteuerlustig sind, jenen, die nicht wortgewandt sind, jenen, die nicht in der Lage sind, fremde Sprachen zu sprechen, sich auf fremde Kulturen einzulassen, auch ein gewisses Erleben von anderen Orten ja überhaupt auch möglich. Sollten wir das nicht auch einmal so ein bisschen auf der positiven Habenseite sehen? Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist natürlich eine, das gilt von Enzensberger bis heute. André Heller hat ja auch mal so etwas Ähnliches gesagt, dass Touristenströme Schönheit zerstören. Natürlich ist es auch eine gewisse Arroganz, weil diese Form von Kritik, auch die ich vorhin geäußert habe, weil natürlich gibt es Menschen, ich kenne Leute in einem bayerischen Dorf, die sind noch nie gereist vorher in ihrem ganzen Leben, sind dann zum allerersten Mal nach Hamburg geflogen, um dann auf so ein Adria-Kreuzfahrtschiff umzusteigen. Natürlich kann man jetzt sagen, man sollte solchen Leuten, man will ja auch nicht mit dem Oberlehrer Zeigefinger jetzt rumlaufen und eine Art Diktatur errichten, eine PC-Reisediktatur, wie man zu reisen hat sozusagen. Das gebe ich Ihnen völlig recht. Man kann es ja kritisieren, aber man muss jetzt nicht es völlig vernichten für Leute, die halt, wie Sie sagen, nicht so wortgewandt sind, nicht andere Sprachen sprechen oder auch einfach noch nie gereist sind vorher. Das liegt ja auch im Angebot und Nachfrage. Wieso soll man jetzt, wenn die Nachfrage nach dieser Art von Reisen so groß ist, finde ich, sollte man sie auch nicht irgendwie verbieten, ist eh ein Blödsinn. Man könnte einschränken vielleicht, aber auch das ist schwierig. Naja, die Frage wäre immer eine politische Frage des Einschränkens, denn derzeit ist ja Reisen, insbesondere Flugreisen, aber auch andere Formen sind durch herabgesetzte Mehrwertsteuer, herabgesetzte Kerosinsteuern ja noch durchaus politisch erleichtert, dass man mobil wird. Würden wir das sozusagen wieder zu Vollkostenpreisen reisen müssen, wäre es ja sehr schwer, das Ganze dann durchzuführen, oder? Wie bitte? Würde man wieder zu Vollkostenpreisen reisen müssen, also würde die Kerosin ordentlich besteuert werden, dann würden wir uns hier in einer komplett anderen Lage bewegen. Ja, das meinte ich vorhin mit dem Beispiel von dieser Reiseagentur in London. Ja. Es ist natürlich, die bieten auch ein Flugunternehmen an, das sagt, every flight fights poverty, die tun ihre Gewinne seit 67 schon an Wohlfahrtsorganisationen, Hilfsorganisationen spenden natürlich. Es würde unglaubliche Kosten verursachen, wenn wir so reisen würden, dass es, ich sag mal, in Anführungsstrichen PC ist, würde sich die ganze Reiselandschaft sicher verändern, weil es wesentlich teurer werden würde. Und damit würde man natürlich wiederum Menschen, die jetzt darauf angewiesen sind, billigere Pauschalreisen zu buchen, ein Problem machen. Ein Punkt, der mir jetzt noch ein wenig zu wenig besprochen wurde und aus dem Referat von Nikolaus Kuhfeld nur am Rande gestreift wurde, ist natürlich auch dieses einigende Gefühl, das Reisen erzeugen kann. Denn letztlich muss man sich eingestehen, die Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg zu reisen begonnen, die Österreicher ebenso. Da hat sich auch viel an Kulturvermischung in Europa ergeben. So ein geeintes Europa, das wir derzeit erleben, würden wir wahrscheinlich nicht haben, wenn es Reisebeschränkungen gegeben hätte, wenn es in den letzten 30 Jahren nicht die Erasmus-Initiativen der Europäischen Union gegeben hätte, die jungen Menschen auch miteinander vernetzt haben. Muss man sich jetzt Sorgen machen, dass im Zuge der Corona-Folgen, im Zuge der Wirtschaftskrise, die wir jetzt noch haben werden, hier ein ordentliches Absinken werden? Wolfgang Geixersberger, du hast ja sehr viel Kontakt mit deinen Studierenden. Machst du dir da Sorgen, dass die jetzt da wieder sozusagen zu Nestrockern werden und dieses rausgehende Element nicht mehr haben? Die FH Kärnten hat, ich glaube, gut ein Viertel ihrer Studierenden bezieht sie immer wieder aus diversen Austauschprogrammen. Also da habe ich jetzt keine Bedenken, dass das zurückgehen würde. Ich glaube, wir haben im Gegenteil sogar
den Wunsch verstärkt, ein Semester, also wir bieten ein Semester an, wo man ein Auslandssemester absolvieren kann an einer Partnerhochschule weltweit. Ich habe eher das Gefühl, dass dieser Trend dahin noch steigen wird und dass diese Abenteuerlust und auch diese Lust, etwas zu erleben, was jetzt nicht in der unmittelbaren Umgebung ist, noch stärker steigt. Wir haben natürlich jetzt ein paar Eingrenzungen, weil die aktuelle Krise da manches durch eine Rechnung, also einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber prinzipiell glaube ich nicht, dass es hier rückgängig ist, auch dieser Wunsch, etwas zu erleben. Ich habe gerade heute ein Aufnahmegespräch mit jemandem geführt, der bei uns gerne studieren möchte, seinen Master gerne bei uns machen möchte, der ganz bewusst gesagt hat, er möchte einfach weg. Er kommt aus Deutschland, er möchte einmal zumindest nach Österreich. Er hat schon ein Auslandssemester in Hongkong gemacht und er möchte bei uns den Master, das vierte Semester, das ein potenzielles Auslandssemester ist, ebenfalls irgendwo anders machen. Also ich glaube schon, dass wir mit der jungen Generation eine Generation haben, die noch gerne was erleben möchte, wirklich, wirklich erleben möchte. Und nicht nur im virtuellen Raum erleben möchte. Wann aber beginnt dann dieser Bruch, dass man jetzt den Eindruck bekommt, vom Erleben, vom Abenteuerurlaub bis zu einem gewissen Grad pendelt es dann wieder hin in dieses pauschale Reisen, wie wir es vorhin genannt haben, Henriette. Wann ist da diese Bruchstelle im Leben, wo man aus dem Reisenden zum Urlauber wird? Fragen Sie mich? Ja, ja. Also, Entschuldigung, ich war gerade fasziniert von Ihrer Frage. Ich glaube, das ist individuell völlig verschieden. Ich meine, es gibt Leute, die tun mit 78 noch in Nepal oder in Tibet als Individualtouristen, sofern es, sage ich mal, politisch geht, zum Beispiel Tibet, reisen. Also man geht ja immer davon aus, kaum hat der Mensch ein Haus und Kinder und gesettelt oder gerade pensioniert, dass er dann zum Urlauber wird. Aber ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ich glaube wirklich, das hängt von jedem Einzelnen ab und von seiner Biografie sicher auch, ob Tourpoint. Reden wir dann noch einmal über dieses Wiederhochfahren. Nikolaus Kuhfeld hat dieses sehr oft gebrachte Wort von der Krise als Chance wieder mal strapaziert, möchte ich jetzt fast ein bisschen widerborstig sagen. Und ich glaube aber jetzt irgendwie nicht, dass es da wieder ein Wiederhochfahren wird in der Form, dass es in eine andere Richtung gehen werde. Ich glaube, es wird eher ein Wiederhochfahren in der ganz alten Schiene geben, weil man hat die Bettenburgen an der spanischen Costa, wie auch immer sie dann noch genannt wird. Man hat Griechenland, sonst quasi keinen nennenswerten Wirtschaftszweig auf vielen Inseln. Beobachten Sie da irgendwie was anderes jetzt aus Ihrer Expertise heraus? Nochmal die Frage beobachte ich. Beobachten Sie, dass es da jetzt wirklich in einer anderen Form nach oben gefahren werden könnte, das Reisesystem, das Touristensystem nach der Corona-Krise, oder bleibt man natürlich aus äußeren Umständen betrachtet dann noch meist auf der Schiene, weil man hat die Bettenburgen stehen, man hat auf griechischen Inseln eben keinen anderen Wirtschaftszweig als den Tourismus vielfach? Ich persönlich glaube ja, dass up to a point dieses momentane, fast ein Rückfall in die 50er Jahre, wir fahren also in Zeitkammergut oder in die Berge oder in Deutschland, in Bayern am Chiemsee oder Tegernsee und dieses, sage ich mal, sanfte Reisen und nicht fliegen, ist natürlich up to a point auch aus der Not oder aus der Notwendigkeit eine Tugend zu machen. Weil man kann ja nicht anders. Also die Freiheit zu sagen, ich fliege morgen auf die Malediven oder nach Thailand, die gibt es momentan halt schlicht und einfach nicht. Ich bin, glaube ich, pessimistisch genug zu sagen, dass ich glaube, in dem Moment, wo diese Einschränkungen aufgehoben worden sind, sprich, dass man wieder fliegen kann, wohin man will und es einem auch egal ist, dass man am mittleren Sitz sitzt und, dass es da relativ schnell wieder normal die Leute ihren Urlaub buchen, eher Urlaub als Reisen im klassischen Sinne, wie ich das verstehe. Ich meine, jetzt Kroatien zum Beispiel hat ja die Grenzen geöffnet, hat gesagt, Einladung für Urlaub.
noch und nöcher, wenn man sich im Standardforum die Kommentare anschaut, Leute, die sagen, sofort und auf der Stelle. In Griechenland, wenn sie aufmachen, sofort und auf der Stelle. Ich glaube, dass es natürlich eine Minderheit gibt, aber ich glaube, dass das eine Minderheit ist von Menschen, die sagen, man muss umweltbewusster reisen und. Dass sich das wirklich durchsetzt en masse, habe ich eher meine Zweifel, ehrlich gesagt. Ist es quasi ein klassisches Elitenthema? Das ist jetzt auch eine Frage, die bei uns im Web gestellt wurde. Diese Kritik am Massentourismus, die muss man sich ja auch erst einmal leisten können. Ja, ja, das meinte ich vorhin, klar, logisch. Man muss sich das erst mal leisten können, mit Kudu Travels, um die nochmal zu erwähnen, nach Georgien zu fliegen und dafür 4.000 Pfund zu zahlen. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, man kann natürlich auch individual, wie das so schön heißt, reisen und sich einfach einen Flug buchen und oder mit dem Auto, was weiß ich, in die Türkei fahren und ohne groß im Vorhinein per Internet was zu buchen, drauf losfahren und da, wo es einem gefällt, übernachten, ein paar Tage bleiben, weiterfahren, neugierig sein, einfach links mal auf dem Feldweg abbiegen, was ja dann auch nicht so kostenintensiv ist. Nur es tut natürlich nicht einem Vorhinein die Garantie geben, dass man ein Hotelzimmer hat, so wie man sich's vorstellt, dass man in einem Restaurant endet, wo man das bekommt, was man gern hätte und. Es ist halt viel mehr Überraschungen. Schon Goethe, by the way, hat sich eine Matratze und ein Zylinderfach mitgenommen. Der wollte auch schon unterwegs dabei haben, was ihm komfortabel ist. Ein Punkt, der beim Reisen, zumindest aus meiner persönlichen Beobachtung, auch immer mehr in Relevanz gewinnt, ist die Sicherheit. Wolfgang Eichselsberger, wie beobachtest du das? Denn gerade aus den digitalen Möglichkeiten heraus kann man ja auch sehr viel Sicherheit für seine eigene Reise generieren. Ich erinnere mich jetzt an einen persönlichen Fall. Ich wollte von Klagenfurt über Wien nach Istanbul fliegen. Und als ich in Wien mal aufs Handy geschaut habe, habe ich gesehen, aha, da hat es gerade einen Anschlag mitten in Istanbul auf einem Markt gegeben. Ich habe es mir dann erspart, den Weiterflug zu nehmen und bin dann wieder umgekehrt, beziehungsweise tatsächlich bin ich an dem Tag dann weiter nach Budapest gefahren, weil ich irgendwie es geschafft habe, noch alles relativ rasch zu stornieren. Aber solche Elemente kann man ja positiv wie negativ sehen. Man verunsichert sich, man kann sich reinlesen in Spiralen. Das ist ja gerade jetzt in der Corona-Phase hat man das ja sehr oft erlebt, wie man sich sozusagen da jetzt irgendwie im Internet vertiefen kann und sich selbst wahnsinnig machen kann. Und gleichzeitig schafft es einem aber auch Sicherheit, dass man weiß, wo man ankommt. Wie siehst du da die Auswirkungen und Möglichkeiten, die die Digitalisierung da schafft? Ja, die Digitalisierung ist sicherlich ein zentrales Element auch der Sicherheit. Also wir haben ein gewisses Grundbedürfnis. Alle Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und das Internet gibt manchmal oder scheinbar diese Sicherheit, weil wir glauben, wir haben all die Informationen, die wir brauchen, weil wir glauben, wir wissen alles, wo was passiert, dass wir glauben, wir können dem ausweichen, was möglicherweise gefährlich ist. Das gibt eine gewisse scheinbare Sicherheit. Was wir jetzt auch erleben in den letzten 10 Jahren mit diesen sehr massiven Fortschritten der sozialen Medien ist, dass sehr viel auch de facto Fake News unterwegs sind und scheinbare Sicherheit oder scheinbare Unsicherheit durch das Netz geistert, die keinerlei Bezug zur Realität haben. Das heißt, wir haben als Menschen, als Reisende immer mehr auch das Problem, dass wir aus den vielen Informationen, die rund um uns herum sind, auch herausfiltern müssen, was könnte denn tatsächlich real korrekt sein und was ist denn etwas, was tatsächlich einfach Fake News ist. Wer auch immer Interesse daran hat, hier irgendwelche völlig abstrusen Themen ins Netz zu stellen und damit Menschen zu verunsichern. Ich möchte noch vielleicht auf etwas zurückkommen, was die Henriette vorher noch angesprochen hat oder was schon in der Diskussion in den letzten Minuten der Fall war. Wir erleben ja jetzt etwas in dieser Corona-Krise, dass wir sehr viel im Homeoffice sind. Und Homeoffice ist de facto etwas, was, sind wir uns ehrlich, langweilig ist auf Dauer. Also ich bin ja in einem Umfeld, das jeden Tag das Gleiche ist. Das haben wir ja schon vorher gehört im Vortrag. Das ist eigentlich eine ziemlich schlimme Sache. Und das könnte auch vielleicht ein Auslöser sein, dass wir verstärkt reisen wollen. Und zwar weg vom Tourismus, weil die Diskussion war, ob wir sozusagen jetzt verstärkt wieder zu Touristen werden oder ob wir verstärkt zu Reisenden werden. Vielleicht ist das einer der Gründe, dass wir aus diesem
selbstgewählten oder auch gezwungenen Homeoffice, dieser gekapselten Welt, in der wir da sind, doch viel stärker das Gefühl haben, wir müssen jetzt reisen und dass wir wirklich wieder zu Reisenden werden und nicht nur zu Touristen. Mhm. Roland, wir machen jetzt mal kurz einen Soundcheck, bevor ich die Frage an dich richte, die weiterführende. Bist du noch abgetaucht im Wörthersee oder kannst du uns schon hören und mit uns kommunizieren? Nein, das ist jetzt die Henriette. Freut man uns auch immer wieder, wenn wir sie treffen. Der Roland Sint ist noch nicht da. Scheinbar genießt er jetzt noch irgendwie den Nachmittag an den Gestaden des Wörthersees. Dann wechseln wir zurück zum Wolfgang. Wolfgang, grundsätzlich noch die Frage, dass du jetzt angesprochen hast, diese Digitalisierung, wie die das Reisen jetzt noch verändern könnte. Die Henriette hat es vorhin schon gesagt, man kann sich auf Fuerteventura das Lokal anklicken und sich dort schon den Tisch reservieren. Im schlimmsten Fall oder im Idealfall, manche Leute schätzen das ja auch, muss man dazu sagen, kann man sich auch schon das Essen bestellen, hat einen digitalen Rundgang durch den Touristenort, wo man sich irgendwie ein Apartment überlegt. Das sind ja schon auch Dinge, die irgendwie nett sein können und einen dann auch manchmal vor unliebsamen Überraschungen bewahren können. Also ich gestehe, wenn ich derzeit mit meinen Kindern verreisen will, gehe ich auch auf Google Street View und schaue mir an, ist das halbwegs eine ordentliche Gegend, in der ich da mir überlege, ein Apartment über Airbnb zu nehmen, oder ist das dann irgendwie mal was Wilderes? Wo siehst du da noch Fallstricke bzw. positive Elemente? Die Fallstricke, die wir haben, habe ich vorher schon ein bisschen angekündigt, dass alles sehr stark miteinander vernetzt ist. Und das ist ja auch genau das, die große Herausforderung, die die Touristiker haben, dass ich als Reisender ja eigentlich nicht nur ein Hotel erleben möchte und eigentlich nicht nur ein Hotel buchen möchte, sondern dass ich ja ein Gesamtpaket haben möchte. Ich möchte etwas erleben. Ich möchte Dinge dort wahrnehmen. Ich möchte Dinge bereisen, erfahren und erleben. Und das Problem ist, dass ich, was wir jetzt noch immer haben, auch wenn die Digitalisierung bereits sehr weit fortgeschritten ist, dass wir gerade diese Vernetzung der einzelnen Akteure in den einzelnen Regionen, bleiben wir jetzt einmal bei den Tourismusregionen, bleiben wir vielleicht auch beim Wörthersee, dass diese Vernetzung eine äußerst schwierige ist. Dass Reisen eine sehr informationsintensive Angelegenheit ist, in der sehr, sehr viel an Informationen bereitgestellt werden muss und der Informationen auch den Reisenden dann, wie wir schon vorher gesagt haben, im Kontext zur Verfügung gestellt werden muss. Und das haben wir im Moment dafür nicht. Da gibt es noch sehr, sehr großes Potenzial und sehr, sehr großes Nachholbedürfnis, hier diese Informationen auch wirklich zur Verfügung zu stellen. Mit deinem Blick, den du jetzt auf den Wörthersee gelegt hast, jetzt einmal rausgezoomt, wo siehst du eigentlich eine Region, die digital, also aus Sicht des Digitalisierungsexperten, wirklich jetzt mal eine Vorzeigeregion für Reisende aller Preisklassen beziehungsweise auch aller Interessensgruppen ist? Ich möchte jetzt vielleicht keinen Namen nennen, aber wir waren im vergangenen Sommer als Familie mit zwei Kindern, noch schulpflichtigen Kindern, in einem netten Ort in Salzburg, der bekannt ist für Wintersport und der inzwischen zur Ganzjahresdestination geworden ist. Und dort hat man schon erlebt, dass hier offensichtlich auch sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, um eine entsprechende Aufbereitung von Informationen durchzuführen. Da hat es eine sehr nette App gegeben, die sehr gut die Familie auch durch diesen Ort geführt hat und auch Wandermöglichkeiten schön aufbereitet hat, sodass man als Familie auch das entsprechend erleben konnte. Das wäre ein Beispiel. Das zweite Beispiel, was ein bisschen weiter weg ist, ist, ich erlebe das in Skandinavien immer wieder als Reisender, dass hier mehrere Länder sind, in der die Menschen generell sehr digital affin sind und in der auch das Umfeld geschaffen wird für Reisende, sodass sie sehr gut betreut sind und sehr informativ, also sehr gut informiert sind, auch über die Möglichkeiten, die es an diesen Ländern, Touristenorten, Regionen und so weiter gibt. Bist du dann aber dort Reisender oder Urlauber? Ich sehe mich eher als Reisender, auch wenn ich einige Jahre beispielsweise in Norwegen gelebt habe. Das Land ist riesengroß. Und wie es Henriette vorher schon einmal angekündigt hat,
Man kann ja mal links abbiegen. Also auch wenn das Navi nach rechts zeigt, ich kann ja sehr gerne mal nach links abbiegen und einfach mich sozusagen loslassen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt aus diesem Homeoffice-Thema heraus haben. Ich bin ständig von elektronischen Geräten umgeben und irgendwann möchte ich einfach loslassen und dann werde ich das Smartphone ausschalten und dann biege ich heute mal links ab, auch wenn das Smartphone mir vorher angezeigt hätte, ich soll rechts abbiegen. Und dann habe ich einfach die Möglichkeit, etwas zu erleben und dann bin ich schon ein Reisender wieder. Ja. Henriette, dein künftiges Reiseverhalten würde mich interessieren. Einerseits beruflich, andererseits natürlich privat. Derzeit leidest du ja wahrscheinlich auch wie viele andere aufs Reisen angewiesen sind, an diesen Beschränkungen, mit denen wir derzeit zu kämpfen haben, dass man nicht rausgehen kann, dass man sich nicht frei bewegen kann, dass es noch eine ungewisse Zukunft auch gibt, wann denn das wieder möglich sein wird. Aber wenn es soweit ist, hast du da jetzt schon mal irgendwie einen Ort, wo du hin möchtest, wo du deine Kamera aufstellen möchtest oder einen anderen Ort, wo du dann deinen Liegestuhl aufstellen möchtest? Ja, ich, wenn es wieder möglich ist, bin eher ein Griechenland-Fan, dann würde ich wahrscheinlich nach Griechenland, Peloponnes eher als die Inseln fahren. Warum naja, den Peloponnes statt die Inseln? Ist es da auch? Denn da sind wir ja wieder bei einem anderen Reisethema. Du wirst ja an den Inseln, zumindest jenen, die weiter östlich liegen, vielfach mit Flüchtlingsströmen konfrontiert. Da kann man sich halt schwer erholen, wenn man am Strand liegt und daneben landet ein Boot mit 300 Leuten schwer besetzt sozusagen. Ist es das Thema furchtbar. Oder ist es bei dir eher kulturgeschichtlich, dass du sagst, der Peloponnes interessiert dich mehr? Ich wollte noch dazu sagen, ich bin eh nicht der Typ, der sich dann an den Strand legt, weil ich mir denke, um mich an den Strand zu legen, kann ich auch an Neusiedler See oder an Chiemsee oder Salzkammer gut an den See. Ich würde so, bin immer zum Beispiel nach Griechenland gefahren, habe dann einfach, wenn ich allein war, mit dem Postbus mir die Gegend angeschaut, mit Freunden mit dem Auto die Gegend angeschaut. Also einfach nur am Strand liegen, dafür brauche ich nicht mit Griechenland fliegen. Das ist tatsächlich in Griechenland, ich war in Samos vor 2-3 Jahren, da waren die Flüchtlingsströme noch nicht ganz so krass. Auf Samos und Lesbos, ist wirklich ein Problem, weil man natürlich ein schlechtes Gewissen hat, selbst wenn man nur durch Samos Stadt läuft und weiß, die Flüchtlinge sitzen ein paar Meter weiter in einem, was man getrost ein Lager nennen kann. Man muss sich halt dann, finde ich, auch mit den Einheimischen unterhalten und die dazu fragen, was für Probleme kreiert es oder auch nicht, wie gehen sie damit um? Damals waren sie noch sehr tolerant und sehr gastfreundlich. Das sind jetzt aber ein paar Jahre, 3 Jahre, glaube ich, her. Das ist generell, ich meine, man glaubt es ja nicht, auf den Malediven gibt es ziemlich politische Repressionen und Menschenrechtsprobleme. Auf die Idee, wenn man es nicht weiß, kommt kein Mensch. Aber auf die Malediven, nachdem es dort eigentlich keine Piazza und kein Buchladen gibt, würde ich sowieso nicht fahren. Aber natürlich ist es immer auch ein Problem. Deswegen kann ich getrost mich in Altaussee als Wasser legen. Da ist das Problem nicht so gegeben. Aber meist ist ab Tourpoint auch eine Altersfrage. Ich meine, Erholung liegt ja auch im Auge des Betrachters. Der eine will auf dem griechischen Berg sitzen und Plato lesen und der andere will auf Mallorca saufen. Ich finde, man sollte das auch nicht zensieren. Wenn jemand Erholung und sein Glück darin liegt, in Mallorca zu trinken, bitteschön. Aber im Laufe der Zeit wird man natürlich Reisen, die ich zu Studienzeiten gemacht habe, Türkei, Tunesien und so mit meinem damaligen Freund, wo man wirklich einfach drauf losgefahren ist und irgendwo, wo es einem gefallen hat, über Nacht, da hat man auch nicht über Gefahren nachgedacht oder über Anschläge oder Islamisten oder schlechte Hygiene in der einen oder anderen Pension und. Es war halt einfach die Neugierde. Und die, glaube ich, ist ein klein wenig verloren gegangen. Ich muss jetzt eine ganz kurze Lanze zwischenschieben und eine Lanze für Mallorca brechen. Ich habe dort studiert. Also man kann dort auch andere Bereiche des Lebens abdecken als nur das Saufen am Ballermann. Gut, aber das ist ein kurzer Einschub. Ja, das sagen übrigens viele, die auch, die dann sagen immer sagen, die andere Seite der Insel oder die Altstadt von Palma oder da ist amerikanischer Jude, der dort ein kleines Reiseunternehmen aufgemacht hatte, um auf die Spuren von jüdischem Leben in Mallorca aufmerksam zu machen, der ist leider gerade pleite gegangen wegen Corona. Das ist, glaube ich, auch eine Folge, dass viele von den
die erwischt so als erste viele von den kleinen anderen, ich sage mal in Anführungsstrichen, alternativen Reiseunternehmen natürlich unglaubliche Probleme haben, weil sie keine finanziellen Rücklagen haben. Roland Zint, dritter Versuch, denn aller guten Dinge sind drei. Bist du uns jetzt zugeschaltet, mein Lieber? Also wenn es jetzt nicht mehr geht, dann geht es gar nicht mehr heute. Wir hören dich, wir sehen dich sogar ein wenig. Du bist offensichtlich noch unter Wasser, Roland, oder wie? Ja, nein, nein, meine Kamera noch nicht. ist leider verdreckt. Okay. Hinterm Display. Wunderbar. Roland, wir haben jetzt schon einiges diskutiert. Ich weiß, du hast zuhören können. Und der letzte Satz von der Henriette hat mir jetzt doch direkt wieder an den Wörter sie geführt, und zwar die Pleiten, die es ja derzeit auch im Tourismus gibt. Mal einen kurzen Check bei dir. Wie schaut es aus im Kärntner Tourismus? Wie schaut es aus rund um den Wörthersee? Muss man da heuer jetzt auch schon mit ersten Pleiten rechnen? Oder glaubt ihr, es wird ein Sommer wie nie, weil halt alle Österreicher und vielleicht noch ein paar Deutsche kommen werden und man eine Auslastung bekommen wird, wie man sie zuletzt vielleicht Anfang der 90er Jahre gehabt hatte? Grundsätzlich glaube ich einmal, wenn wir die Krise an und für sich betrachten, dass es langfristig weniger Auswirkungen haben wird, als wir jetzt glauben. Ja, das war zwar zuerst ein Schock, das war schnell, aber meines Erachtens war die Krise viel zu wenig lang und hat viel zu wenig persönliche Betroffenheit bei den Menschen ausgelöst, als dass sich das länger dann auswirken wird oder nachhaltig auch das, was vorher diskutiert wurde, zu Veränderungen im Reiseverhalten führen wird. Also ich glaube, das wird man dann in einer langfristigen Betrachtung eher als Delle im Tourismus wahrnehmen können. Das ist so das Erste. Allerdings wird es kurzfristig schon Auswirkungen haben. Ich denke, wir werden Pleiten erleben. Ich denke, wir werden eine Marktbereinigung bis zu einem gewissen Grad erleben, weil es halt auch die Herausforderung mit sich bringt, dass jetzt kurzfristige Liquidität und Sicherheit gefordert ist bei vielen Unternehmen. Und die Kapitaldecke ist vielfach dünn im Tourismus. Und das macht es in dem Zusammenhang schwieriger. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir mit dem jetzigen Wissen mit einem oder zwei blauen Augen durch dieses Jahr kommen werden. Nachholeffekte wird es relativ wenige geben, aber wenn die Verhältnisse stabil bleiben, und das hoffen wir doch, dann glauben wir schon, dass wir zumindest den Sommer mit einer unter Anführungszeichen halbwegsigen Normalität über die Bühne bringen. Und um gleich aber auch positiv in die Zukunft zu blicken, glaube ich, dass gerade aufgrund der Tatsache, dass es mit Großveranstaltungen schwierig ist, gerade aufgrund der Tatsache, dass die Vorsaison ein Totalausfall ist, es eine riesengroße Chance gibt für die sommerlastigen Destinationen, eine zusätzliche Verlängerung in Richtung des Herbstes und wiederum in dem Fall dann das Entdecken seiner Landschaft in einem anderen Kleid, nämlich nicht nur in der Sommerbadewanne, dass es da durchaus große, große Chancen gibt. Was stimmt dich so optimistisch? In Österreich haben wir 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit, 500.000 Menschen sind von Arbeitslosigkeit betroffen und unlängst hat es auch eine GfK-Umfrage gegeben, wo man mit -40 bis -60% sogar rechnet bei den Nächtigungen. Was mich einmal positiv stimmt, ist eine Mini-Umfrage, die wir gemacht haben, kurz bevor die Ankündigung da war, dass die deutschen Grenzen geöffnet wurden. Da war durchaus erkennbar, dass die Leute eher noch pessimistisch waren, die Betriebe eher noch pessimistisch waren. In dem Moment mit der Ankündigung der Öffnung der deutschen Grenzen, zwei Tage später, hat sich das Stimmungsbild komplett gewandelt. Die Vorbuchungslagen für Juli und August sind sehr, sehr gut. Und daher erweist sich im heurigen Jahr tendenziell als Glück, hauptsächlich von zwei Märkten abhängig zu sein. Aber natürlich können wir die Auswirkungen noch nicht abschätzen, was passiert. Und das, glaube ich, wird erst sichtbar mit Auslaufen der Kurzarbeitsperiode. Da wird erst ersichtlich werden, wie viele von den 1,3 Millionen Kurzarbeitern dann tatsächlich auch in die Arbeitslosigkeit schlittern werden. Dann werden wir noch einmal konkrete Auswirkungen sehen. Im Moment ist das Thema mal verschoben aus meiner Sicht. Bist du da jetzt in Wörthersee bzw. in Kärnten in einer singulären Position? Denn natürlich zehrt dieser See noch immer von einem althergebrachten Image, das über 40, 50 Jahre aufgebaut wurde. Na, wir kriegen heuer geschenkte Gäste, aber nicht aufgrund des alten Images, sondern aufgrund des erschwerten Zuganges zum Meer und zum Wasser. Also das ist geschenkt.
Ist aber für uns in dem Fall auch eine Chance, diese Gäste davon zu überzeugen, dass ein Urlaub an einem Süßwassersee einem Urlaub am Meer nichts nachsteht, wobei es sich von einem klassischen Badeurlaub unterscheidet. Aber ja, die Sehnsucht nach Wasser ist heuer größer. Ja, und im Moment haben wir da sicher auch einen leichten Vorteil, wenn wir uns die Nachfragesituation ansehen im Vergleich im Moment noch zu den Bergregionen. Nikolaus, du hast dir jetzt einiges anhören können in der letzten halben Stunde. Bist du jetzt wieder auch mikrofonmäßig bei uns vertreten, mein Lieber? Nein, jetzt hätten wir die Henriette im Bild. Den Nikolaus haben wir jetzt auch, sollte es zumindest sein. Das Mikrofon sollte wieder funktionieren. Ja, wunderbar, wir hören dich ausgezeichnet, Nikolaus. Geschaltet, wahrscheinlich, weil es nicht stören sollte oder so, verstehe ich. Aber ganz und gar kein Thema. Nikolaus, deine Reflexion auf das, wie wir über dein Referat diskutiert haben. Wo musst du Widerspruch einlegen? Wo sagst du, meine Lieben, da hätte ich noch ein paar andere Punkte einzuwenden? Die Frisur sitzt. Nikolaus, bitte die Ohrhörer aufsetzen. Nein, nee, leider nicht. Gut, dann wechseln wir noch einmal zurück zum Roland und direkt an den Wörthersee. Roland, du bist jetzt wieder dran. Wunderbar. Wir haben auch viel über das Thema, diese Diskrepanz zwischen reisenden und urlaubenden Menschen gesprochen. Wie siehst du das? Denn natürlich, ich habe es vorhin erwähnt, du bist einer, der sorgt eher dafür, dass die Leute reisen können, dass sie es kamot haben, wie wir hier in Kärnten sagen, es alles entspannt für sie geregelt wird. Und das steht ein bisschen so diesem Abenteuer entgegen, das man ja auch haben könnte. Ja, grundsätzlich gibt es einmal beides und beide Antriebe, um so etwas zu tun. Ich glaube, da gibt es keine objektiv wahre Sicht, was denn jetzt das Bessere oder das Schlechtere ist, ganz grundsätzlich. Ich glaube, dass das viel, und ich fand sehr spannend die Diskussion zu dem Thema Neugier, oder sollte man das als Schulfach wieder einführen oder Ähnliches, das fand ich sehr spannend, weil ich glaube, dass man das nicht unbedingt lernen oder verordnen kann. Das ist Teil der Sozialisation, Teil des Werdens, entweder im Erwachsenenwerden oder eben durch sein Umfeld, um Lust darauf zu kriegen, Dinge zu entdecken und irgendetwas Neues zu machen. Was wir tun, ist ja nicht ausschließlich jetzt die Commodity-Leistungen zur Verfügung zu stellen. Wir versuchen immer stärker, auch in der Produktentwicklung darauf abzuzielen, Leuten bei ihren Interessen zu erwidern und ihnen dann ein überraschendes Erlebnis dazu zu bieten. Weil ich der Überzeugung bin, dass die Entscheidungen zu reisen viel weniger nach Orten fallen, sondern nach Interessenslagen und nach Tätigkeiten. Also diese berühmten Communities of Purpose, die zuerst einmal entscheiden, was denn überhaupt geschehen soll in einer Zeit abseits des normalen Arbeitslebens, die entscheiden viel stärker danach, was sie denn tun und erleben wollen. Und erst dann kommt die Entscheidung, wo sie das Ganze tun wollen. Und das, glaube ich, ist die Transformation, die sich im Reisen ein bisschen darstellen wird. Das typische Abhaken von Reiseerlebnissen, das wird ein bisschen zurückgedrängt werden. Allein auch deshalb, weil ich glaube, dass die überbevölkerten, die berühmten 1000 Things to See oder to Picture, wie du schön gesagt hast, die werden bald wieder überflutet sein. Es wäre wahrscheinlich jetzt spannend, in Venedig zu sein, oder? Es wäre jetzt spannend, auf den Ramblas zu stehen. Das geht zurück. Und der zweite Strömung, auf die wir setzen wollen, ist eher auf das abzielen, dass man sagt, okay, das passiert, das können wir nicht beeinflussen, das ist auch ein Mainstream-Thema, das vielleicht zur elitären Diskussion. Aber wir möchten doch ganz deutlich darauf abzielen, dass diese Zeit, die Menschen in nur einem gewissen Ausmaß zur Verfügung haben, auch dem entspricht, was sie sich wünschen und nicht unbedingt mit vorgekauten Tätigkeiten. Machen wir noch eine kurze Abschlussrunde und wagen wir dabei bitte einen Blick nach vorne. Setzen wir uns jetzt mal sozusagen wir haben Ernst Bloch vorhin schon oft zitiert, also ist ein 5-Jahres-Plan nichts Falsches, sage ich jetzt ein wenig zynisch. Und blicken wir in das Jahr 2025. Henriette,
Über welche Themen werden wir im Jahr 2025 sprechen, wenn wir über Reisende, wenn wir über Urlauber sprechen? Das ist ja fast eine Hellseherfrage. Ich gehe davon aus, dass man natürlich noch über Umweltschutz reden wird, über wie man reisen kann, über Flugreisen, über wie man die Korallenriffe nicht ausbleicht und. Trotzdem glaube ich, dass wahrscheinlich, wie wir auch gerade gesagt haben, ein relativ normaler, sofern es dank Corona, sage ich mal, wenn man sagen kann, es wird alles wieder normal, wir können alle wieder normal fliegen, reisen und. Wird man sicher bei Reisen und oder Schrägstrich Urlaub auch wieder über Themen reden, wie wo will ich hin, warum will ich dahin, wie komme ich da am preiswertesten hin. Ich glaube nicht, dass ich das völlig, ich glaube, es wird gewisse alternative, sanfter Reisen, aber dass es 100% sich plötzlich wandelt, dann bin ich eher skeptisch. Ja. Roland, hörst du mich jetzt wieder? Ja. 2025 am Wörthersee. Wird es da noch klassischen Tourismus geben oder wird es da wieder eine andere Form des Tourismus geben? Wird es auch 2025, das ist ja auch eines deiner Bestreben, der Wörthersee schon nahe dem einer Ganzjahresdestination sein? Ja, ich glaube grundsätzlich, dass das Thema Reisen und Urlaub jetzt nicht ganz so ganz disruptiv ist, dass es zerfetzt und ganz neu wie Phönix aus der Asche aufsteht. Ich glaube schon, dass das Thema Nachhaltigkeit den Tourismus beeinflussen wird, glaube aber nicht, dass es, wie teilweise diskutiert, so in radikale Regionalität übergeht. Ich glaube, das wird auch in einer letztlich wertschöpfenden Industrie nicht ganz möglich sein, nicht zu 100%. Es wird aber höhere Bedeutung bekommen aus meiner Sicht. Und dazu dient auch die Ausdehnung der Zeiten, oder? Wenn ich aus den Haupturlaubszeiten rausgehe, dann erwische ich vielfach auch Menschen oder habe ich Menschen, die dann auf Reisen gehen, die ihre Zeit vielleicht noch bewusster verwenden wollen, die noch bewusster auf was draufschauen wollen und nicht auf dieses klassische Erholungsmerkmal alleine abzielen. Und da, glaube ich, stecken große Chancen drin. Und ich glaube eben gerade jetzt auch, dass das für die nächsten 5 Jahre ein wichtiges Thema sein wird, wobei ich nach wie vor nicht an 12 Monate am Wörthersee glaube. Also dazu ist das Angebot im Winter dann letztlich auch zu dünn und es gibt zu viel konkurrenzierende Systeme. Wolfgang, noch ein Blick auf dein Handy oder dein mobiles Endgerät, das du dann im Jahr 2025 noch immer bei dir tragen wirst. Wo wird es dir Reisen erleichtern? Ich glaube, es sind keine großen Revolutionen zu erwarten. Als Reisender werde ich 2025 wahrscheinlich ähnliche Angebote haben, wie ich es heute habe. Wir haben wahrscheinlich mit den sozialen Medien ein paar Unterschiede. Wir haben wahrscheinlich neue soziale Medien, also neue Kanäle. Die sind vielleicht ein bisschen anders aufgebaut. Aber Revolution wird es keine geben. Das Endgerät, das ich habe, wird vielleicht noch näher zum Körper kommen. Vielleicht wird es ein Teil des Körpers werden. Das ist ja, gibt es ja auch im Tourismus schon die ersten Ansätze dafür, dass man sich einen Chip implantiert und dann zentrale Informationen dort drauf hat. Vielleicht kommt diese Datenbrille wirklich noch etwas mehr, dass wir Daten eingeblendet bekommen, die wir gerade in dem Kontext brauchen, von dem wir vorher gesprochen haben. Aber revolutionär im Reisen glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass wir das Bedürfnis auch stärker haben werden, einmal ohne all diesen Endgeräten, die wir immer ständig mit uns herumschleppen, auskommen zu können. Gut, wunderbar. Falls Sie nach Villach reisen wollen, zeigen wir Ihnen jetzt noch ein paar Bilder von dem, was Sie dann da erleben könnten. Sie können es ja wirklich erleben, Sie müssen es nicht selbst abfotografieren. Wie gesagt, die Bilder gibt es schon. Einstweilen darf ich Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön sagen für die sehr interessante digitale Podiumsdiskussion und auch Ihnen ein Dankeschön für das Zuschauen. Und jetzt folgt natürlich noch das zweite Forum hier auf diesem Kanal um 16 Uhr. Einstweilen können Sie sich ein wenig die Füße vertreiben gehen. Wir wünschen Ihnen noch gute Unterhaltung hier beim Toleranzforum Freser hier an diesem ersten Tag mit dem Tourismusforum.